Buch über Karl-Heinz Böhm von Freunden und Wegbegleitern. Wer hat da drinnen was geschrieben? Es hat über 80 Leute, die Freunde und Wegbegleiter von meinem Mann, und haben sie geschrieben. Und ich kann jetzt, das ist unfair gegenüber den einen oder die anderen, die ich nicht erwähne. Und das, sonst sind über 80 Leute, die sie wirklich ihren Herzblut und ihre Liebe, Respekt, alles die hier reingebracht haben. Wie geht's Ihnen, wann Sie das Buch sehen? Die Erinnerungen, kommen da Erinnerungen auf? Das ist auf jeden Fall, die ganze Zeit. Ich habe ein Jahr daran gearbeitet und die ganze Zeit, seit die Texte und seit die Fotoauswahl, seit die beitragleistende Menschenauswahl, all diese konfrontiert natürlich mit so viel Dokumentation, so viele Aufräumen, so viele Suchen, und dabei bin ich auch wirklich so viele schöne Erinnerungsstücke dazu zugestoßen, zum Teil für mich neu waren, zum Teil das sind in meine Erinnerungen gekommen, und dadurch, das war die ganze Zeit aufregend und ich freue mich, dass es jetzt soweit ist. Was ist die schönste Erinnerung, die Sie gefunden haben? Zum Beispiel, ich habe einen Puzzle gefunden von meinem Mann und von Romy Schneider in einem Puzzle-Karton. Und ich habe sie zusammengebaut und bei meinem Mann fällt einer. Super. Das Buch haben 80 Freunde eben mitgeschrieben. Gibt es eine Lieblingsgeschichte oder eine, die Sie besonders berührt hat? Doch, nicht nur eine. Fast alle. Sie sind wirklich rührende Geschichte. Es ist lesenswert. Sie sind alle wirklich mit großem Einsatz, mit so vielen Gedanken daran in Erinnerung gerufen und geschrieben. Und es ist so schön. Und ich kann nicht auch wiederum nicht einen auswählen, weil jede einzelne ist lesenswert ist. Gibt es eine Lieblingsepisode aus dem Buch, wo Sie sagen, das war einfach, wo Sie was Sie mit ihm erlebt haben, was besonders amüsant war oder so? Nicht nur eine, mehrere, da habe ich auch geschrieben, weil mein Beitrag nicht nur einen Beitrag, ich habe mehrere Beiträge drinnen geschrieben, unter anderem bis jetzt nicht veröffentlichten, privaten Erlebnisse gemeinsam, und das ist beim Schreiben alleine mir auch wirklich Freude gemacht, das zu schreiben. Das heißt, es kommen auch viele private Geheimnisse. Ja. Was sind solche? Ein bisschen ein Vorgeschmack schon auf die Geheimnisse? Ja, wie wir zu Hause seinen Geburtstag gefeiert haben und wie wir auch in Äthiopien Anfangsprojekte, welche Möglichkeiten da war. Und ja, eine Geschichte lese ich auch noch vor davon.